Ach ja, Lightning Strikes, die nächste Mission. Die war in der Advance-Kampagne sogar relativ knackig, wenn ich mich richtig erinnere. So. Und zwar ist die knackig wegen der zweiten Front. Die Sache ist nur, der schlägt mir sogar schon Hachi als zweiten Co. vor. Es ist nämlich diese Sache mit Hachi. Mit ihm kann ich da oben Einheiten produzieren und der kann da relativ selbstständig sein. Ich brauche allerdings seine Super Co-Power dafür. Andererseits kann ich genauso gut Kanbei darauf schicken. Wobei. Was machen wir? Was machen wir? Ich stelle da wirklich Kanbei nach oben, aber wen stelle ich an die erste Front? Das ist ein ziemlicher Boden-Luft-Kampf. Gut, hauptsächlich Boden. Das bisschen Luft, das da später hinzukommt, das interessiert kaum noch jemanden. Bis die ersten Lufteinheiten da sind, hat man den Kampf entweder gewonnen oder verloren. Das heißt, wir haben einen ziemlichen Bodenkampf. Oh, nee, den wollte ich nicht. Ich wollte mit Chess. Welche Skills nehmen wir denn mit? Die hat ja mittlerweile einen dritten. Damit sollte sie zumindest schon mal gut fahren. Die Frage ist, wen stellen wir dann noch bei Kanbei? Welchen Skill geben wir ihm denn? Direct Defense ist für diesen Kampf gar nicht verkehrt. Allerdings, Glück kann man immer brauchen. Eine Kombination aus Chess und Kanbei. Hier taggt sich zwar jetzt nicht wirklich was, aber das sollte es eigentlich tun für diese Mission. Wir müssen ja nicht unbedingt irgendwas getaggt sein. Die Einheiten kriegt Kanbei sowieso mehr oder weniger gratis von Chess. Ich probiere das jetzt einfach mal so. Ja, diese Situation. So, erstmal den da hin. Infanterieeinheiten kann ich hier recht wenig machen erstmal. Daher will ich hier jetzt auch erstmal eine Infanterie bauen. Eine werde ich ihm zuschicken. Und sonst werde ich sparen. Wobei, komm. Die braucht das so oder so. Und unser Gegner ist ja wieder Grimm. Gegen Grimm ist eigentlich nur eine Sache wirklich wichtig. Das ist der Erstschlag. Ich habe ganz vergessen, dass ich die KI da oben noch einstellen muss. Wobei, ich könnte Kanbei auch einfach mal so kämpfen lassen und schauen, was er daraus macht. Wäre doch nochmal eine kleine Herausforderung. Ich
kann ja da unten mit Chess in der Zwischenzeit mehr oder weniger alleine klarkommen. So. Gegen Grimm ist nur der Erstschlag wichtig. Alles andere erledigt sich von selbst. Locken wir seinen Panzer da noch hin und uns sollte es auch wieder genug sein. So. Er geht sogar auf den Speer. Interessant. Das wird jetzt auch nicht allzu viel Schaden machen. Einsatz von Einheiten da oben ist zwar alles andere als effizient. Allerdings muss ich wohl damit klarkommen. So. Ich benötige hier eine Infanterie. Ich brauche vor allem mal einen Tank. Das war's erstmal. Superpower von Sensei. Gut, dass er noch nichts besetzt hat. Sonst hätte Kandai da oben jetzt noch ein paar Mechs am Arsch. Moment mal, wenn ich die da hinschmeiße. 1, 2, nee, das geht nicht, aber. Hier wische ich zumindest mal die beiden da. Und das finde ich jetzt erstmal wichtig. Stärkungstruppen hinschicken zu können, wäre nicht schlecht. Er tut ja genau das, was ich von ihm erwarte. Dämlich muss man eigentlich sein. Also Kandai, lass es krachen. So, da
dann kriegt der Grimm erstmal sein Fett weg hier. Hier, du kriegst noch eine neue Einheit. Moment mal, das ist 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt ist die Mechanheit in Sicherheit vor diesem Speer. Fast nichts damit machen, außer ein paar Infanterieangriffe da unten. Und ihr nutzt sie sowieso nur für Suicide-Aktionen. Nur mal so eine Frage, wie viel Schaden macht das? 72%. Okay. Ich denke, das können wir besser. Jetzt kriegt er erstmal hier 108% Schaden. Einheiten unten eh schon fast alle tot sind. Kann ich den Kanbei doch jetzt noch einen Anti-Air spendieren. Ach, da hinten nur. Wenn das alles ist. So, Kanbei darf jetzt aufräumen. Der Capture auch durch. So. Dann fangen wir hier mal an, Mechs zu bauen. Und... Oh, wobei... Ich habe noch eine Idee, ich spare noch eine Runde auf eine Sache. Da greift er wieder an, aus dem Fluss. Thank you.
So, bauen wir doch hier mal einen Rocket Launcher hin. Dass der ja nichts da oben besetzt. Der mit seinen Infanterieeinheiten auf die Idee kommt, irgendwas anderes anzugreifen. Ja. Ich glaube, da können wir länger drauf warten. Ach Gott, Sensei kriegt nochmal zwei Mecheinheiten extra. Setzen, dass ein bisschen schwarz wird. So. Wo schmeißen wir diese Rakete denn hin? Ich würde sagen, was nervt mich denn gerade am meisten? Eigentlich schon fast dieser Speer da, weil das, was da unten steht, nervt mich wirklich. Aber ich schmeiß trotzdem mal hier hin. Hat auch meinen Kopf da kaputt. So, der Kopf ist da. Das passt soweit. Hier in den Wald rein. Der räumt weiter auf da oben. Das passt. Feuer! Optimal. Dann können wir jetzt langsam anfangen, hier den Fluss zu überqueren. Ein Knuckle Duster. Gut, die Mechanheit war sowieso nur als Blocker da. Und da oben kommt noch ein kleiner Morale Boost. Für den sicheren One-Hit. Da ist ja schon fast eine Attack Power bereit. Aber nur fast. Noch ein bisschen Chaos gestiftet.
konzentrieren. Halt, da oben muss noch gefinisht werden. Und ansonsten sind wir eigentlich schon ganz gut fertig. Lassen wir unseren Lieblings-Samurai doch mal weiterkämpfen. Der kriegt ihn nicht mal tot. Den noch mal hier rein. Und da können wir noch eine reinschießen, weil es so schön war. Dann... würde ich mal sagen, penetrieren wir die Artillerie da unten noch ein bisschen. Das mit denen aber weiter capturen. So, wir brauchen mehr Tanks. Auch wenn sie bei Kanbei ein klein wenig teurer sind. Die Artillerie kommt zu nichts mehr. Und schön alle Einheiten ein bisschen näher an die Front ranbringen. Bin gerade im Überlegen, aber ich denke, mit einem Morale Boost sollte ich die jetzt eigentlich auch down kriegen. Allerdings, wenn wir schon eine haben. Das ist ein normaler Dual Strike, aber der tut bei den beiden Kollegen ja auch ganz schön weh. Auch wenn ich sie eigentlich in der falschen Reihenfolge gezogen habe jetzt. Wenn man einen Dual Strike zwischen den beiden macht, sollte man schauen, was Kanbei als zweites kommt. Alles nach vorne schmeißen, was wir so haben. Noch ein paar Einheiten bauen, um Technik-Score, wenn wirklich ein bisschen aufzupushen. Und dann lassen wir Chess noch ran. So. Ich weiß zwar nicht, wie viele Einheiten ich jetzt genau verloren habe. Schaden kann es ja nicht, wenn wir noch ein bisschen was hinterher produzieren. Okay.
mit 128%. Schöne 300 Punkte. Und ich habe mir dadurch, dass ich kann bei die oberen Kampfmap machen lassen, sogar ein paar Nerven gespart. Sollte ich in Zukunft immer so machen. Kann beide hochstellen, ihm insgesamt 4 Anti-Air-Einheiten geben. Der macht das.